Deine Werkbank hat zu wenig Stauraum? So einfach kannst du eine Schublade nachrüsten. Übrigens, den Strom für das Projekt beziehe ich dieses Mal über meine Anker 767 Powerstation. Für diejenigen von euch, die gerne mobil und flexibel arbeiten, checkt die Produkte von Anker unbedingt mal aus. Dann wollen wir mal. Ich baue die Schublade aus Multiplex und bringe die Platte erst einmal aufs richtige Maß. Nach dem Zuschnitt säge ich noch einen Falz an die einzelnen Teile. So lässt sich die Schublade wirklich super easy zusammenbauen. Der Boden sitzt bombenfest und alles zieht sich von selbst in Form. Damit die Schublade unter der Werkbank hängen kann, brauche ich noch zwei Seitenteile. An diese schraube ich die Auszüge. Jetzt nur noch die Schubladenauszüge an der Schublade befestigen und ab geht's zur Werkbank. Die zwei Seitenteile werden von unten in die Werkbank geschraubt. Damit es noch besser aussieht, kommt vorne noch eine Schubladenblende vor. Sieht nice aus, oder? Das Beste, ich habe jetzt nicht nur mehr Stauraum, sondern dank der Anker Powerstation auch endlich kabellosen Strom an der Werkbank.